Guten Morgen, Pamarillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und heute geht's mal weiter. Ich zock gerade noch eine Folge alleine. In der nächsten Folge müsste ich dann wieder im Coop zocken können. Der gute Tim ist aber noch nicht da, der ist wieder verschollen oder eingepennt oder so. Ich habe keine Ahnung. Deswegen fange ich schon mal ohne ihn an. Und der hat sowieso noch einen Level-Vorsprung, glaube ich. Wir sind ja so die einzigen Verbliebenen. Die anderen sind alle schon Level 30 oder zumindest höher als ich. Aber wenn ich so viel zocke, ich kann hier sowieso nicht mehr Folgen hochladen, ne? Deswegen kann ich mir Zeit lassen, das Spiel genießen und währenddessen auch noch ein paar andere Games zocken. Hab mir zum Beispiel gerade eben Pokémon gekauft. Und ja, also ich bin hier in Flatiron District und der Tim müsste schon hier sein irgendwo. Im Flatiron District, dann lass mich mal gucken, wo wir hingehen. Was ist denn hier? Warum blinken das so? Abholbereich. Eine Bergung trifft dort ein. Und was ist das hier für ein Strahl? Das ist, weil das die Daily ist, glaube ich. Gut. Ja, nee, dann machen wir erstmal hier das Gebiet fertig. Im nächsten Gebiet rennt ja der Tim dann rum. Gehen wir mal hier zu diesem Einsatz. Nachschublieferung. Mein Freund Vic hat mir verraten, dass seine Cleaners-Kollegen eines unserer Vorratspakete klauen wollen. Vic ist ein guter Kerl. Ich wusste, er kommt zurück. Wie auch immer. Die dürfen die Vorräte nicht in die Finger kriegen, sonst ist hier die Kacke am Dampfen. Okay, es geht wieder um Vorräte. Ist dieser Bereich sicher. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Na, danke, Isaac. So, wer ist denn dit? Keine Ahnung, wer das war, aber auf jeden Fall war er blöd. Und er hat irgendjemand kaputt geprügelt. Neumann Art, das finde ich immer komisch, dass hier so manche Wörter einfach in Deutsch sind. Genauso wie Oakloch. Ist das hier, haben die das mit Absicht gemacht oder haben die einfach alle Wörter in den Translator gehauen? Und manche hat er dann übersetzt und manche nicht, weil Newman Art, Neumann Art, aber Man kann man ja auch übersetzen automatisch. Das ist ja ein Wort, was man kennt. Oh, guck mal, wer ist denn das? Drei Spitzbuben. Zwei Spitzbuben. Ein Spitzbube. Kein Spitzbube. Oh, ne. Oh, komm, ich kill den mit der Pistole. Ah, ne, warte mal. Ah, Leute, ich habe ganz vergessen, dass ich ja so wenig Leben habe. Oh, Mann, ich muss unbedingt auf mehr Leben skillen, Leute. Wo läuft der denn hin? Ja, du bist ein Lutscher. Alter. Nein. Ich bin so schlecht gerade. So. Okay, weiter geht's. Ja, ich muss auf jeden Fall mal mehr auf Leben achten. Ist nur die Frage. Am liebsten würde ich ein Hybrid spielen, ne? Hab ich ja schon gesagt. Also alles. Alles so hoch, wie es geht. Boah, ich bin ein Gott. Ah, warte mal, da liegt was. Ein Laptop. Leben wie die Könige. Scheiße, diese Idioten hatten Fernseher im Badezimmer. In beiden. Automatische Toiletten. Mit Knöpfen und allem drum und dran. Eine Maschine zum Arsch abwischen. Das ist doch nicht normal, Mann. Die werde ich gleich mal ausprobieren. Bin's leid, mir den Arsch selbst abzuwischen. Gestern waren wir in der Bude von so einem Kunstsammler. Scheiße, war wie in einem Museum. So ein Picasso an der Wand. Völlig kaputte Fressen. Wie die von Billy D. Dieser hässliche Typ. Erinnerst du dich an den noch? Ja. Gefällt dir so ein Kram? Mann, der Scheiß ist hässlich, Alter. Ich hab's mit dem Messer zerfetzt. Aber den Schnaps hab ich mitgenommen. Trink nicht alles allein. Gib mir gefälligst was ab. Gib mir gefälligst was ab und dann stehen dann Fragezeichen dahinter. Das ist doch keine Frage. Gib mir gefälligst was ab. Aber komische Riker-Kerle, oder? Ja, also die sind mir sehr unsympathisch. Die Cleaner, die haben ja noch so eine Ideologie einfach, die ganze Stadt zu befreien. Zwar auf eine grausame Art und Weise, aber immerhin versuchen sie irgendwas zu machen. Aber die Riker sind einfach nur Arschlöcher. Ein großer Haufen Arschlöcher. So, da hinten stehen ein paar von der JTF. Grüß dich. Ich gehe ihn einfach aus dem Weg. Ja, und geh mir aus dem Weg.
Aus dem Weg! Jemand hat Sido wiederbelebt. Lass ihn durch, nach vorne. Er hat euch was zu sagen. Neues Ziel. Ein Bauwau. So, hier ist der Park, oder was? Ach du Scheiße. Warnung! Eintreffende Gegner! Eintreffende Gegner? Geh erstmal hier in den Park und guck mal, was hier Sache ist. But the question is... Alter! Knallen ab, knallen ab! Geschütz! Oh, Geschütz regelt. Eintreffende Gegner. Wo treffen denn Gegner ein? Da hinten. Whoa! Run! Hier kann man hoch. Lauf, 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 lauf. Vielleicht sollte ich auch hier hochgehen einfach. Komm, wir machen das mal. Von hier aus snipen, hä? Und wo kommen die denn? Oh. Wow, wo sind die? Ach, da hinten, warte. Oh, scheiße, daneben. Oh, scheiße, daneben. Oh, scheiße, daneben. Oh, scheiße, getroffen. Och, komm. Ja, ich muss nachladen. Moment. Jetzt reicht's mir aber mal! Nimm Schaden! Wo ist er? Sonst noch jemand? Eintreffende Gegner! Oh, jetzt muss ich wieder loslaufen! Nimm mal die Sniperladen, da ist geladen. Wo sind die denn? Wow! Fuck! Alter, der hat mich voll mit der Pump erwischt. Mein Gott! Die spinnen die Römer! Boah, ich halte so wenig aus, ey. Oh Mann, noch mehr! Da durchs Tor und dann. Boah, wenn man. Das ist so scheiße, wenn man so als Glaskanone hier rumläuft. Hallo Hund. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich mache ja hier schon. Scheiße. Oh, ich muss nachladen. Weiß man das Geschütz dahin? Lad mal in Ruhe nach. Konnichiwa, Bitches! Das gibt's doch gar nicht. Muss immer im Kreis laufen. Was hat denn der da? Irgendeine Mod. Aber egal, weiter. Jetzt wieder die hier, die. Ah, scheiße. Nein! Hauptsache, ihr schießt sich auf die Ware. Ah, da ist so einer. Was ist? Steh auf! Wuhu! Mein Gott! Wissen Sie das? Und hey, das Zeug in dem Paket ist fast gar nicht angekokelt. Das Zeug in dem Paket. Ja, komm, hier, nimm das mit. Gehen wir zur nächsten Mission. Die wäre da unten, oder? Da sind direkt zwei nebeneinander. Gefällt mir. Und dann sind wir ja schon fertig mit dem Gebiet. So, erstmal raus aus diesem gottverdammten Park. So. Wir müssen Nachschub beschaffen. Und dafür gibt es dann ein paar Elektropunkte. Ich nenne es jetzt einfach mal Elektropunkte. Wie heißt das nochmal? Technikgüter heißt es, glaube ich.
Kerman Coffee. Also Kaffee wäre jetzt schon geil. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Kaffee. Handy. Ja. Okay, aufgepasst. Hört mal zu. Ich bekomme eine Menge Fragen zu dieser Directive 51 und den Leuten mit den orangenen Armbanduhren und dem ganzen... Helfen Sie mir bei der Suche nach den... Oh, scheiße, ich hätte warten sollen. Na, egal. So, Nachschub zurückbringen. Oh, hier sind Bomben drin. Hier ist jemand. Oha! So, hier ist der erste Nachschub. Noch ein Handy. Nice. Also, falls ihr den offiziellen Wortlaut bevorzugt, hier ist er. Mit sofort... Oh Mann, warum hören die mal auf zu reden? Oh, mein Geschütz ist gleich weg. Wo ist der Penner? Was weißt du denn schon, du Hurensohn? Ah, was sagst du denn dazu? So einhändig nachladen. Boah, muss man die Koffer aber weit tragen, Mensch. Aber egal, macht ja nichts. Wir haben ja Zeit, Leute, wir haben ja Zeit. Oh, da sind Gegner. Oh, da ist eine Bombe. Ich gehe rechts lang. Haha. Umgespleased habe ich den. Mein Gott, da muss man den Kopf aber echt lang tragen. Wash your hands. Suck it, Peaches! Hier steht's. Suck it, Bitches. Was ist? Werfe eine Granate! Ey, lass das mal. Macht er doch gar nicht. So, wo ist denn hier die Bombe jetzt gewesen? Hier, oder? Wow! Alter! Oh, oh, da ist ja noch einer! Scheiße! So, ich muss einen Stockwerk höher. Ich nehme mal hier lieber hier die Waffe. Ist, glaube ich, zum Verteidigen ein bisschen besser. Ressourcen, Erholung, Belohnung, was? Kann ich dich den Koffer einfach hier runterschmeißen? Ah, oh Mann! Natürlich lässt er den Koffer fallen. Oh, das ist mein Apparillo kaputt. Ja, wäre auch zu schön, wenn man einfach mit dem Koffer da runterjumpen könnte, oder? So. Ich nehme mal die Versorgungsgüter und jetzt laufen wir zurück. Schritt, Schritt, Schritt. Schritt, Schritt, Schritt. Was war das? Für ein Zeichen? Ich nix hab Ahnung. So. Nein, eins zu früh. Wie parkt der denn hier? Wie kann man denn sein Auto so nah hier dran setzen? Der macht sich doch alles kaputt. So ein Assi, ey. Gut. Jetzt bin ich aber gleich da. Gegner kommen ja jetzt anscheinend keine mehr. Gott sei Dank. Medical Center. Das erklärt die ganzen Krankenwagen hier. Und die ganzen Kranken, die hier rumliegen. Hier der hat Schnupfen zum Beispiel. Kann doch nicht einer von der JTF den blöden Koffer holen, ne? Muss immer ich machen. Heißt Koffer. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Mann, 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 Mann. So. Ist es zu glauben, dass dieser Big G, ein Großkotz, wie er im Buche steht, überall rumposaunt, dass er der Boss in dieser Nachbarschaft wäre? Und er tut Leuten wie die es nicht verdient haben, um das zu beweisen. Ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Wie kommt man hier rein? Nee.
Nee. Kopfgeld. Gibt's hier eine Nebenstraße, Seitengasse, irgend sowas? Warte mal. Big G muss ich finden. Neues Ziel. Big G's. Zweiter Leute. Ach so. Okay, lass mich mal kurz nachladen. Einer nach dem. Ey, mein Geschütz, du Asi! Boah, macht der Schaden. Du Asi, ey, hau doch ab mit der Scheiße. Big G's zweiter Leutnant, wie komme ich da hin? Da ist eine Leiter. Einmal die Leiter hoch. Hier piepst doch wieder was. Oh, da hinten stehen schon zwei. Oh, Sniper! Woohoo! Wegkocken? Ich soll dich wegkocken? Ich muss den Sniper erstmal killen. Okay, lass mich nachladen. Und tot. So, nächster. Big G neutralisieren. Wo finde ich denn Beute? Heiliger! Oh, das ist Big D! Woohoo! Run, 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 run! Fuck, 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 fuck. Heiße! Oh, der wirft eine Granate, oder? Willst du denn sie? Ich bin alleine, du Arsch! Er muss nachladen. Mein Gott, wieder nachladen. Wie kann ein Mensch so viele Kopfschüsse aushalten? Du bist erledigt. Nur eine Frage der Zeit. Arschloch! Arschloch! Nein! Oh ja, Big D ist down. Sagen Sie ruhig, dass Sie ein Freund von mir sind. In dieser Gegend ist es von Vorteil, mein Freund zu sein. So ist es also. Telefonaufzeichnungen entdeckt. Ah, guck mal, jetzt haben wir alles freigeschaltet hier. Ich muss niesen. Oh, lecker, Mensch, sag mal hier. So. Ah, guck mal, ich bin hier schon 20 Minuten am Zocken. Da schreibt der Tim, ich gehe schon mal online, sagt er. Ja, er geht schon mal. Jetzt geht er schon mal online. Gut, dann gehe ich doch erstmal hier den Nebeneinsatz auswählen. Mach eine Blitzreise. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Pamarillos. Dann zu zweit im Coop wieder. Bis dahin, stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.